Jetzt geht es weiter mit unserem nächsten Input-Redner, Oliver Neumann. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Oliver ist Assistenzprofessor Strategie und Organisation am IDEAP, Swiss Graduate School of Public Administration in Lausanne. Und er ist auch Bereichsleiter oder war Bereichsleiter Digitalisierungsstrategie bei der SBB und Leiter Forschung und Beratung an der Forschungsstelle für digitale Nachhaltigkeit, wo auch Matthias Stürmer geleitet hat. Und du hast dein PhD gemacht am KPM Center for Public Management. Du bist heute hier, um uns einen weiteren Einblick in KI zu geben. Und zwar ist der Titel von deinem Vortrag Künstliche Intelligenz im produktiven Einsatz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und Nadja hat schon ein bisschen einen Steilpass gegeben. Sie hat nämlich von dieses Thema Experimentierphase und diesem Artikel aufgegriffen. Und auch du wirst heute über die Experimentierphase sprechen und insbesondere, wie die Verwaltungen denn über diese Phase hinauskommen können. Ja, vielen Dank und viel Spaß. Merci vielmals, Florina. Absolut richtig beschrieben. Merci auch nochmal für die Einladung überhaupt. Ich freue mich, heute da sein zu dürfen. Ich möchte uns alle heute nochmal versuchen, ein bisschen daran zu erinnern, dass wir hier im Saal kein besonders repräsentatives Sample sind der Verwaltung in der Schweiz. Also wir sehen hier viele Beispiele, die sind wirklich technologisch schon sehr, sehr weit, die sind wirklich beeindruckend. Aber ich möchte heute den Blick nochmal ein bisschen weiten und schauen, wie kommen wir eigentlich mit solchen Sachen, mit KI-Technologien in die Fläche. Deswegen ist mein Vortrag heute betitelt Künstliche Intelligenz im produktiven Einsatz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wir haben heute gesehen, die Wünsche sind hoch. Schauen wir mal die Wirklichkeit an. Die Leitfragen von meinem heutigen Vortrag sind beides Wie-Fragen. Ich frage also nicht, warum KI, ich frage auch nicht, was genau machen wir in der KI, ich frage, wie kommen wir zu einem bestimmten Ziel. Und die Leitfragen sind, wie kommen KI-basierte Anwendungen im öffentlichen Sektor in die Fläche und über die Experimentierphase hinaus? Ich anerkenne absolut, dass es schon Projekte gibt, die darüber hinaus sind, aber mir geht es vor allem um die Fläche. Und zweitens, wie können insbesondere Verwaltungen, der öffentliche Sektor besteht ja nicht nur aus Verwaltungen, aber ein großer Teil sind Verwaltungen, ihre Fähigkeit zur Integration von KI in ihre Prozesse aufbauen oder stärken? Und ich möchte heute so ein bisschen das Ganze gliedern nach drei Aspekten, Besonderheiten der Integration von KI-Technologien, insbesondere in Verwaltungen. Ich möchte über KI in einer Ressourcenperspektive sprechen. Und ich möchte über einen möglichen Lösungsansatz sprechen und vielleicht auch nachher mit Ihnen diskutieren, nämlich Digital Service Teams. Ganz am Ende ein kurzes Fazit. Wenn wir so ein bisschen in die Forschung schauen, vor allem so in der Wirtschaftsinformatik, also ein bisschen Forschung, die sowohl das Fach als auch die IT-Seite beleuchtet, dann sehen wir einen recht großen Konsens darüber, dass AI oder KI zu implementieren nicht ganz einfach ist. Mit vielen anderen IT-Technologien verglichen ist es sogar ziemlich schwierig. Und wahrscheinlich würden viele von Ihnen im Saal zustimmen, wenn ich sage, KI einzuführen erfordert konzertierte und nachhaltige Anstrengungen über Organisationseinheiten hinweg oder vielleicht sogar mit externen Partnerinnen und Partnern und insbesondere natürlich zwischen der IT und den Fachabteilungen. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach, dort die Kommunikation zwischen Fach und der IT. Des Weiteren erfordert es erhebliche Veränderungen bei der strategischen Ausrichtung einer Organisation, bei den Ressourcen natürlich, bei dem Wissen, bei der Kultur und auch bei dem Thema Daten. Das haben wir heute schon mehrfach gehört. Das mal generell zur Einführung von KI, noch ohne auf den öffentlichen Sektor zu schauen. Wenn wir dann aber den Blick stärker fokussieren auf den öffentlichen Sektor, können wir sagen, es kommen noch mehr Schwierigkeiten hinzu. Wir haben nämlich ganz aktuell und akut einen recht starken Mangel an IT-Fachleuten, an Data Science-Personal und auch generell an Ressourcen, an den Ressourcen, die notwendig wären, um neue Technologien zu bewerten und einzuführen. Insbesondere natürlich KI-Technologien, die besonders schwierig einzuführen sind. Wir haben darüber hinaus, auch das ist heute schon mal angeklungen in einem anderen Vortrag, eine kulturelle Risikoaversion, die recht verbreitet ist im öffentlichen Sektor. Also Fehlerkultur, dieses Stichwort, ist immer noch schwierig in vielen Verwaltungen. Wir haben heute auch Positivbeispiele gesehen, wo das vielleicht schon ein bisschen weiter ist, aber in der großen Fläche haben wir da immer noch Schwierigkeiten. Also der potenziell fehlerhafte Einsatz von KI ist immer noch irgendwo was Unerwünschtes in vielen
Bereichen. Dann haben wir die Notwendigkeit, natürlich Transparenz zu schaffen im Zusammenhang mit KI. Wir haben gerade bei Nadja gehört, ja, wir müssen das dann kennzeichnen, wenn es ein automatisierter Entscheid war. Teilweise müssen wir auch noch transparenter sein und sagen, ja, wie kam denn der Entscheid überhaupt zustande? Ja, bei KI wissen wir das teilweise gar nicht. Wird also schwierig, dort hinterher Transparenz herzustellen. Wir haben gewisse moralische Dilemmata, also sollten wir überhaupt KI einsetzen bei diesem Thema oder müssen wir hier lieber weiterhin auf die Menschen setzen? Und wir haben ethische Erwägungen, also beispielsweise das Thema Nichtdiskriminierung von Bürgern ist natürlich wichtig. Wenn in Algorithmen Diskriminierung eingebaut ist, dann haben wir natürlich Schwierigkeiten, das Ganze einzusetzen. Das also mal zum Thema Besonderheiten von KI bei der Integration solcher Technologien in Organisationen, insbesondere im öffentlichen Sektor. Und jetzt schauen wir mal kurz an, was ist eigentlich der öffentliche Sektor vor allem? Wir haben hier den großen orangenen Balken, das sind private Unternehmen in der Schweiz. Das sind hier so die Arbeitsplätze, Vollzeitäquivalenzstellen. Natürlich der Privatsektor der größte Bereich. Der Rest ist dann der öffentliche Sektor. Und ich möchte hier nur mal auf die Verwaltung fokussieren. Wir sehen, dass die zwei größten Posten, Sie können das vielleicht nicht lesen, aber ich sage Ihnen, dass der zweite Balken die Kantonsverwaltungen sind. Also da ist der größte Personalcluster quasi im öffentlichen Sektor, da ist wirklich der Großteil der Verwaltung lokalisiert. Der dritte Balken sind die Verwaltungen der Städte und Gemeinden. Also da ist wirklich der Löwenanteil und wir haben noch unten der fünfte oder sechste Balken die Bundesverwaltung, relativ klein im Vergleich. Das heißt also, die Schweizer Verwaltung sitzt vor allem in den Kantonen und in den Gemeinden. Und Kantone haben wir, wir können hier nachzählen, 26 und Gemeinden haben wir aktuell 2136, außer es gab schon eine Gemeindefusion dieses Jahr, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber es sind über 2000. Wenn jetzt jede dieser 2136 Gemeinden anfangen möchte, ihre AI-Kompetenzen intern zu stärken und auszubauen, Sie können sich vorstellen, das wird ziemlich kostenintensiv und sehr, sehr schwierig. Auch kulturell teilweise sehr, sehr, sehr schwierig. Ich illustriere Ihnen das Ganze mal anhand von drei anonymisierten, ich hoffe, hier ist kein Experte für De-Anonymisierung dabei, Zitaten aus dem Wahlkampf zu einem Gemeindepräsidium in diesem Jahr. Seine Gemeinde unter den Top 10 der größten Gemeinden eines großen Kantons. So. Es gab drei Kandidatinnen und Kandidaten, die wurden gefragt bei einer Medienveranstaltung, wie wollen Sie in puncto Digitalisierung die Gemeinde voranbringen? Was wollen Sie erreichen? Kandidat oder Kandidatin 1, das ist für mich eine schwierige Frage. Die Gemeindeverwaltung muss sich da mehr ins Zeug legen. Bei vielen Prozessen arbeiten wir noch mit Papier und dann muss man vorbeikommen. Wir müssen da mehr dahinter. Okay. Zweiter Kandidat oder Kandidatin. Ich sehe da Potenzial, aber wir müssen da kein Vorreiter sein. Digitalisierung da vorantreiben, wo es Sinn macht. Aber bei manchen Sachen ist es besser zu warten und die anderen Gemeinden können die Kinderkrankheiten ausmerzen. Okay. Dritter Kandidat oder Kandidatin. Wir hoffen, dass die großen Städte vorangehen und wir können dann andocken. Wir sind nicht dafür gemacht, selber solche Programme zu entwickeln. Das ist keine kleine Gemeinde. Das ist nicht irgendwie 500 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist eine relativ große Gemeinde, deutlich über dem Schweizer Durchschnitt. Und das sind alles Personen, die schon heute in der Exekutive der Gemeinde sind. Das ist also die Realität einfach an vielen Orten. Das, über was wir heute gesprochen haben, wir haben da viele tolle Beispiele aus Zürich und auch aus dem Aargau gesehen, ist einfach in der Fläche heute noch nicht die Realität. Und deswegen sollten wir uns die Frage stellen, wie kommen wir da näher dran, dass es auch in der Fläche die Realität wird. Jetzt ist es schwierig, so bei Gemeinden mal in die IT-Abteilungen reinzuschauen, zu schauen, wie das da so aussieht. Deswegen habe ich eine KI benutzt, um das mal zu machen. Ich habe eine KI gefragt, sie soll doch mal Bilder malen. IT Department of a Small Swiss Local Administration. DALI habe ich da gefragt. Das waren hier zwei Beispiele, die dabei rauskamen. Also Bildschirme haben sie genug. Interessant ist auch, dass man beim linken Bild sieht, da stehen hinten also noch die Akten im Schrank. Also die sind dann auf jeden Fall schon noch da. Beim rechten Bild die Holzvertäfelung. Da weiß ich schon auch, wo die herkommt. Also so ein paar Sachen hat es eigentlich ganz gut getroffen. Insbesondere hat es wahrscheinlich gut getroffen, dass da gar niemand sitzt. Es fehlt nämlich das notwendige Personal. Und ich glaube, da müssen wir wirklich einfach realistisch sein und auch sagen, unsere 2136 Gemeinden werden nicht alle in der Lage sein, AI-Applikationen in ihre Prozesse einzubinden oder neue Prozesse aufzubauen, die auf AI basieren.
Es gibt dann natürlich an anderen Orten sehr viel Kreativität, die da ist, und sehr viel auch Motivation und Tatendrang. Sie waren vielleicht auch schon mal beispielsweise an Hackathons, die sich mit solchen Themen befassen. Es war dieses Jahr zum Beispiel der GovTech-Hackathon hier in Bern. Es gibt in anderen Städten, in Lausanne beispielsweise, auch solche Hackathons. Und es gab dieses Jahr in Amsterdam einen spannenden Hackathon, der hieß AI-Hackathon Amsterdam. Und der war wirklich auch auf den öffentlichen Sektor fokussiert. Und es ist schon spannend, was man dazu alles sieht, was dort entwickelt wird. Aber die Problemstellung, dass man dann in 2-3 Tagen vielleicht einen spannenden Lösungsansatz entwickelt, wird nicht gelöst durch diesen Hackathon, weil wir haben hinterher dann eine Idee. Aber hier sitzt immer noch keiner, der es dann zu Ende entwickeln könnte. Insofern müssen wir uns fragen, wie können wir vielleicht diese technisch anspruchsvollen Lösungen, die da entstehen an Hackathons oder die Ansätze zumindest, weiterziehen und es schaffen, dass die hinterher tatsächlich in die Fläche und in die Umsetzung kommen. Ich gebe mal kurz ein Beispiel hier von einem der Siegerteams vom Amsterdamer Hackathon dieses Jahr. Die haben den Most Mind-Blowing Award gewonnen mit einer Applikation. Wir schauen uns die mal kurz an. Die Applikation funktioniert auch tatsächlich als Simple App. Und wir können da Fotos machen von Briefen von der Verwaltung. Das war ein Brief der Steuerverwaltung. Die will irgendwas von mir, versteht es aber nicht so gut, weil es ist sehr kompliziert geschrieben. Und die App liest das jetzt ein und versucht, den Brief zu vereinfachen. Das ist kein Hexenwerk für die von Ihnen, die sich intensiv mit aktuellen AI-Technologien befassen. Aber ist doch eine ganz coole Idee eigentlich. Oder so können Bürgerinnen und Bürger hier einfacher verstehen, was will die Verwaltung von mir. Können es vielleicht auch noch automatisch übersetzen, wenn ich vielleicht die Sprache nicht verstehe. Insofern ein ganz gutes Beispiel. Wir machen noch ein zweites Foto hier von einem Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt hat mir auch einen Brief geschrieben. Jetzt möchte ich wissen, was wollen die von mir? Dauert ein paar Sekunden. Und dann bekomme ich da die Information, aha, ich sollte mich impfen lassen, HPV-Impfung. Kann hier unten gleich sehen, wie kann ich den Termin vereinbaren. Und ja, eigentlich eine ganz coole Lösung. Wir machen mal schnell ein Stimmungsbild im Saal. Wer findet, dass das eine super Applikation ist für den öffentlichen Sektor? Bitte einmal Hand hoch. Aha. Wer findet, dass es nicht so eine tolle Idee ist? Bitte einmal Hand hoch. Interessant. Wir haben leider nicht genug Zeit, um da ins Detail zu gehen. Aber ich sage kurz, warum ich denke, dass ich es nicht so eine gute Idee finde. Technologisch toll. Für den Anwender, die Anwenderin super. Aber eigentlich ist es ein Pflästerli für Verfehlungen von diesen Verwaltungen. Also schwierige, komplizierte Briefe zu schreiben, könnte man auch anders lösen als mit KI. Warum sollte ich KI-Energie drauf verschwenden, einen Brief zu vereinfachen, den man auch hätte einfacher schreiben können? Also insofern fehlt da so ein bisschen noch die Orientierung auf das, was wirklich wichtig zu lösen wäre. Also nicht falsch verstehen, ich finde es trotzdem eine coole App und die gibt es wirklich, man kann sie sich runterladen. Ich weiß nicht, ob sie auch Deutsch versteht, ehrlich gesagt. Die Frage ist jetzt, und übrigens die Dame hier im Bild von dem Team ist eine Mitarbeiterin der Stadt Amsterdam. Also es war ein gemischtes Team aus städtischen Mitarbeiterinnen und externen, vor allem IT-orientierte Leute. Die Frage ist so ein bisschen, wie können wir diesen Drive, den wir da vielleicht gesehen haben am Hackathon, vielleicht verstetigen und dauerhaft da reinbekommen in die Verwaltung? Und das ist eigentlich die Hauptfrage, die ich heute versuchen will, ansatzweise zu beantworten. Weil ich glaube, es ist wirklich keine Technologiefrage primär, die wir hier haben, sondern auch eine wichtige Frage, wo es um die Kultur der Organisation geht und um die Organisationsstrukturen einer Organisation. Meine Kollegin Ines Mergeln hat dazu mal gesagt, dass wir die Digitalisierung in der Verwaltung generell ein bisschen anders versuchen sollten zu verstehen. Ich lese das hier kurz vor. Practitioners and researchers need to reconceptualize the notion of digital transformation from an additive viewpoint, which means digital government adding new layers to existing services and processes, toward a comprehensive view that includes leadership, managerial, administrative, and cultural contexts at the center of the transformation efforts, not a technology-driven revolution of government. Und ich glaube, da hat sie wirklich einen wichtigen Punkt. Wie können wir das schaffen? Weil Organisationsstrukturen zu verändern im öffentlichen Sektor ist schwierig, das wissen wir, dauert lang, ist vielleicht teilweise auch gar nicht möglich. Und ein Vorschlag von ihr, den ich eigentlich sehr, sehr schlau finde, ist, Digital Service Teams einzurichten. Das ist so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir im Aargau gesehen haben vorhin bei dir. Entschuldigung. Aber natürlich
kann nicht jede Gemeinde das Gleiche leisten. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Digital Service Teams are IT units outside the centralized CIO's office, if there is a CIO, to respond to complex governmental and societal challenges in a responsive and agile manner. They can be described as organizational structures that are focusing on the redesign of services and processes with the goal to provide digital government services faster and in a more user-centric way than existing government efforts. Solche Teams gibt es auch schon an verschiedenen Orten, insbesondere in Finnland, in Italien, in Großbritannien, in den USA, meist aber auf eher der nationalen Ebene, da wo die Ressourcen dafür vorhanden sind. Das ist natürlich jetzt für die Schweizer Kantone und Gemeinden ein bisschen schwieriger. Und deswegen wäre meine These, dass eher KI-unerfahrene Kantone, vielleicht nehmen wir den Aargau da jetzt raus, vielleicht nehmen wir Zürich raus, aber es gibt ja auch kleinere Kantone und Gemeinden vor allem, vielleicht könnten die zusammenspannen und versuchen, sich solche Digital Service Teams oder AI Service Teams, wo dann die notwendigen AI-Skills, die Ressourcen und auch das Verwaltungswissen, ganz wichtig, gepoolt werden, zusammengelegt werden und dieser Service versucht dann, möglichst die drängendsten Probleme der Kantone und Gemeinden mit einer Lösung, die offen ist für alle, anzugehen. Das wäre so ein Ansatz, wie wir vielleicht mehr in die Fläche kommen können, auch ohne, dass es noch sehr, sehr konkret ist in diesem Fall. Mein Fazit wäre also so ein bisschen rückblickend, dass KI trotz vereinzelter Use Cases und auch Sachen, die schon produktiv funktionieren, an eher noch wenigen Orten noch nicht in der Fläche der Verwaltung angekommen ist, Stand heute. Das liegt teilweise auch daran, dass es nicht genügend strategisches Gewicht hat und dass es politisch zu wenig auf der Agenda vielleicht auch ist, dass die Ressourcen dafür nicht unbedingt gesprochen wurden und dass natürlich das Fachpersonal fehlt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Im Ausblick denke ich, dass nur Kollaborationen helfen können, diese Probleme eigentlich wirklich anzugehen, nachhaltig auch anzugehen, sodass Fähigkeiten entstehen, die tatsächlich dann die Integration von KI in bestehende Prozesse ermöglichen und auch neue Prozesse aufzubauen, auch das ermöglichen. Und dass solche intraorganisationalen Service-Teams vielleicht ein möglicher Lösungsansatz sein könnte, auf den man sich natürlich dann einigen muss. Also da werden dann nicht alle Gemeinden mitmachen, nicht alle Kantone mitmachen, aber vielleicht kann man eine Koalition der Willigen versuchen zu bilden, die dann mal vorangeht und vielleicht springt dann die Gemeinde auf, wo ich vorhin diese Zitate vorgelesen habe, wenn da ein bisschen was entstanden ist. Mittelfristig muss aber KI überall strategisch mehr Gewicht erhalten und auch die Inhouse-Kompetenzen müssen längerfristig dann gestärkt werden. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit.